Erstmal müssen dann alle Dinger hier leer laufen, Leute. Das dauert halt ewig. Aber ihr seht jetzt hier, auch halt vor allem der Stahl frisst halt viel Platz, ne? Na gut, wir lassen es durchlaufen. Also ich meine, als uns aus dem Inventar, ich habe auch noch nach da oben hingeworfen. Ich habe das jetzt übrigens direkt von den Konstruktoren abgezapft. Einfach aus dem Grund, dass ich dann viel weniger Förderbänder verbrauche. Also da vorne für die Fabrikatoren, das habe ich direkt von den Konstruktoren abgezapft. Oder von den Fabrik. Nee, doch. Oh! Was hast du jetzt gemacht? Was für Dings? Ich brauche noch 5 Alien-Panzer, dann können wir gleich im Inventar nochmal vergrößern. Okay. Weil ich mache da oben auch mal ein MRM hin, dann müssen wir nicht immer runterlaufen. So, direkt hier oben schön zentral hingeklatscht. Dann mache ich dahinter dann mal eine Werkbank, würde ich sagen. So. Genau, ich brauchte noch 5 Alien-Panzer. Ich mach das. Lass mich das mal. Ich mach's selten. Ich hab's nicht noch nie gemacht, aber ich mach's schon selten. So. Warte, jetzt kann ich ja hier eigentlich mein gesamtes Inventar kurz reintun, oder? In die linken beiden. Die linken beiden wird's einsortiert, in die rechten beiden wird's geschreddert. Es ist super simpel und idiotensicher gebaut. Boah, Digga, da würde ich auch ganz vorsichtig sein. Okay. Es ist so, lange du den Anweisungen folgst. So. Ich hab jetzt 9. Ah nee, das ist aber. Wir kriegen noch einen Hanslot, kriegen wir dazu. Das ist auch gut. Ich kann schon Munition erforschen, okay. Magischer. Warte. Wir können nicht mehrere Sachen auf einmal machen, ne? Nee, deshalb müssen wir jetzt warten. MK3 Stromast könnten wir auch machen. Wir können ja so viel machen. Programmierbares Splitter. Ja. 50 Supercomputer. Ich bin raus. Ja, schon wir erstmal. Ja. Marvin. Ja. Problem. Großes Problem. Was? Der, Spreader war oben. Oh. Nö, ist kein Problem. Das Ding ist, wenn nichts zum Schredder geliefert werden kann, dann wird es in den Lagercontainer eingelagert. Und wir haben jetzt quasi einen Lagercontainer-Puffer. Ja. Das Problem ist, du siehst halt nur Kunststoff und Gummi. Aber deshalb ist nämlich der dritte Lagercontainer hier dafür da, falls nämlich ein Stromausfall ist, dass wir einen Lagercontainer-Puffer haben, bevor alles zusammenbricht. Und der ist noch nicht mal voll. Der Puffer hat sich noch nicht mal ansatzweise gefüllt. Also der ist noch gar nicht gefüllt. Der Puffer. Das ist geil, oder? Mhm. Wir haben nämlich hier noch unser Halblager und Halbpuffer und noch unser Hauptlager. Also wir haben noch jede Menge Platz hier. Das dauert noch 1-2 Stündchen, bis das vollläuft. Aber das ist schon genial gebaut. Muss ich mal einfach kurz sagen. Der Schredder wird gleich direkt alles so wegmampfen. Aber es ist schon sick, wie viel hier noch alles, das, guck mal, das sind alles Stuff, das ist für 10 Minuten, ist alles noch Stuff, das nur noch in den Konstruktoren und so drin war. Mhm. Boah. Ja, dann tschüss. Ist runtergefallen bei mir. Natürlich, man muss das bedenken, dass ich jetzt noch das Stuff, den wir jetzt per Hand hier reingelegt haben, wird natürlich auch noch gerade mit rausgesaugt. Das sind auch jede Menge. Oh, du hast den Jetpack da reingeworfen und eine Festplatte. Oh. Hier im linken, also von mir aus gesehen rechten. Und 4 Fixit-Coupons. Ja, moin. Kurzes Ding. Sollte ich vielleicht, ich kann noch ein paar Sachen einbauen. Das zum Beispiel so Sachen wie Erze, die wir da reinballern. Die würden jetzt auch in der Mitte landen, aber ich kann auch sowas machen, dass die auch automatisch geschreddert werden. Ja, bitte. Okay. Du kennst mich zu gut. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass du einfach mal so ein paar tausend Kohle und Kupfererze reinwirfst und dann verstopft das unser System hier. Da muss ich das System kurz einmal anhalten. Das würde ich jetzt nicht so gerne tun. Nee, weißt du was? Ich baue das erst und schließe ich danach instant an, wenn es schon fertig gebaut ist. Ja. Das heißt, ich hole jetzt mal ein paar Stahlbetonträger. Sind da schon welche angekommen? Die haben sich bis gerade noch alle unten gestaut. Oh ja, 163 Stück nehme ich gerne mit. Ich bin stuck. Wo?
zwischen den Teilen. Was für Teile und wo? Warte, ich glaube, ich sehe dich sogar bei mir. Zwischen den Containern. Wo? Nee, ich sehe dich doch nicht mehr. Ah, warte. Nee. Du bist bei mir gerade irgendwo unterm Wasserfall. Zwischen welchen Containern? Du siehst, wie schlecht laufen, weil einfach auf den Containern drauf. Oh, ich bin auch stark. Ja. Motoren und. Zieh dein Jetpack an. Ja, warte mal, was ich in das Sortiersystem geworfen habe. zwischen welchen beiden? Rotoren und? Rotoren und Bären-Eisenplatten. Da. Rotoren, okay, ich weiß, wo du stuck bist. Warte, ich drop dir ein Jetpack runter. Ja, warte, ich nehme dir das kurz. Ich nehme kurz deins aus dem Lager raus, wenn es noch nicht. Oh, es wird schon weggespült. Nein, wurde es noch nicht. Ja, warte, Treibstoff. Nee, ich habe keinen Treibstoff. Habe ich noch. Warte mal ganz kurz. Nee. Ich kann ja von meinem Treibstoff was abgeben. Die Rettungsaktion am Start hier. So. Hier. Bau doch einfach den bin ich. Ab. Ich bin über dir, oder? Ja. Hier erstmal ein bisschen Treibstoff und ein Jetpack. Kannst du es nehmen? Bin draußen. Nice. Du musst nichts abreißen. Das ist gut so. Ja. So, dann baue ich mal ein System, dass der alles noch alles weiter aufschreddert, was. Bau mal bitte so Dächer da drüber, Alter, sonst bin ich ja so Platten oder sonst bin ich absolut am Arsch. Mach du das. Ich mach erstmal das System, das hier. Obwohl, weißt du was, eigentlich vollkommen unnötig, weiß nur, weil ich mein Jetpack nicht dabei hatte. Truans haben immer ein Jetpack eigentlich, ne? Ja. Kann man Blütenblätter, die kann man gar nicht schreddern, oder? I do not think so. Ich probier's gleich mal aus. Probier du das mal bitte unten am Schredder aus. Wir haben unten noch einen. Ja, der Strom. Ach so. Ja, dann juckt mich, dann probieren wir das gleich so. Ach, mal gucken. Ich will mal Beton erstmal ein bisschen nehmen. Dann baue ich mich jetzt mal das Ding. Dann baue ich das System dann hin. Es muss von der Strecke hier. Irgendwo auf der Strecke müsste ich erstmal einen Umweg leiten. Ich glaube, das mache ich hier am besten. Ich möchte nur sagen, also ich hab jetzt das Öl hier übrigens hin. Wir können jetzt eigentlich auch mal Treibstoffgeneratoren benutzen. Können die schon bauen? Ja. Dann machen wir das gleich. Ich muss ganz kurz erstmal hier. Also ich würde dich das ja machen lassen, aber bau das doch bitte. Dann mach doch so eine eigene Plattform nochmal, wie hier. Bloß irgendwo anders und dann machst du da die Treibstoffdienst. So groß sind die. Ja, dann wie viel verbrauchen die? Weiß nicht, weißt du, dass die doppelt so viel machen wie Kohlegeneratoren. Und die brauchen nur Treibstoff. Ne, pass auf, lass mich das machen bitte. Dann bau du doch erstmal hier die Dächer über die Container und dann mache ich gleich das mit den Raffinerien, ja? Das ist doch egal, ich werde sowieso jetzt immer das Jetpack dabei haben, weil es echt geil ist. Ich hab's vollkommen unterschätzt, by the way, ne? Ich hab vollkommen vergessen, wie gut egal das war. Ja. Aber ich mag einfach mein Exoskelett fürs Traveln eigentlich lieber. Ja, ich hab's auch immer an, aber Jetpack habe ich trotzdem immer dabei. Ja, ich auch. Let's push. Schuh ist ja ganz gut zum Elektrostecker fahren, ja. Also, was soll denn alles geschreddert werden? Kannst du bitte mal jetzt brauche ich dich mal ganz kurz. Geh mal unten zum Schredder, schließ mal einen Biotreibstoffgenerator an. Und dann guck mal, was alles geschreddert werden kann. Und mach lieber einen separaten Schredder. Also hab doch einen Schredder, der nur einen Biotreibstoffgenerator ist, weißt du? Weißt du, was ich glaube, das Problem ist aktuell, warum das Leerlaufen gerade so lange dauert. Wir haben noch zwei Container voll mit Kunststoff und Gummi. Und die leere ich gerade per Hand. Aber ich bin jetzt da raus und lage es per Hand gerade nach oben. Hallo, Schläger. Weil sonst dauert das noch ewig, das Leerlaufen. Ist auch immer noch. Hä? Stahl hoch und Schrauben. Ja, ich weiß. Oh ne, jetzt ist Stahl hoch und Schrauben auch weg. Also auch fertig gleich. Jo! Aber du hast die ganzen Ärzte gerade, die du reingeworfen hast. Ist egal, ist nicht schlimm.
jagen wir gleich nochmal neu durch das System. Also Blätter gehen. Okay. Pass auf, dann kann ich jetzt schon mal. Du musst jetzt einfach unten stehen und immer alles, was ich sage, einfach. Ich habe kein Jetpack an, ich Idiot. Ich, ja. Gottverdammter Idiot. Ich bin nicht gestorben, aber. Dann Test, kann man Erze schreddern. Hast du ein paar Erze? Ich hole mir von hinten kurz. Ja, da haben wir ja noch ein paar rumliegen, ne? Die Schrauben sind noch 500 unterwegs, by the way, ne? Ja, dauert eine Minute, dann haben wir die auch durch. Also, prinzipiell. So, also, du meinst Blätter geht. Blütenblätter. Ja. Blütenblätter oder normale Blätter? Was hast du getestet? Normale Blätter habe ich jetzt getestet. Normale. Dann teste bitte nochmal Blütenblätter. Ja, ich teste eben noch alles andere. Ne? Also alles, was du getestet hast, was wir nicht brauchen, sag ruhig. Dann kann ich es nämlich direkt hier einstellen. Ja, geht auch. Erz geht auch. Erz geht? Okay, das ist das Wichtigste eigentlich. Welche Erze hast du getestet? Eisen und... Ich hab Kupfer getestet, aber ich das ist immer dasselbe. Also. Ja, also Kupfererz. Dann... Eisenerz und Katheriumerz. Dann teste mal Kohle nochmal. Was? Kohle. Ja, Augenblick, Ersttest. Ich teste noch Zelium. Obwohl, ne, Zelium braucht man. Rückstör, also manchmal. Mhm. Blütenblätter, Biomasse. Jo, der ganze Turbodraht geht gerade alles hier durch das System. Na ja, kommen die ganzen K. Okay, jetzt. Oh nein, Alienpanzer. Ah, egal, die werden ja. Hab ich ja schlau gebaut, zum Glück. Ja. So. Also, Alienpanzer kann. Also, übrigens, Alien. Falls wir Alien. Also, Alienpanzer und Alien-Organe würde ich beides lassen. Ja, ja. Wird auch automatisch gelassen. Dann sagst du, warum? Alien-Organe ist richtig geil. Ich glaube, man kann das aus einem Alien-Organ oder so, kannst du 200 Biomasse machen. Ja, ich weiß. Dann teste mal Kohle, bitte. Ich teste eben Holz, so, okay. Das und Schwefel. Okay, Holz, Blätter, Schwefel, geht alles. Okay, Holz. Warte mal, was für Blätter? Wir hatten jetzt normale Blätter, Blütenblätter müssen wir noch testen. Blütenblätter getestet. Hast du getestet, Blütenblätter? Ich glaube. So, Holz, Blütenblätter und Schwefel geht, meintest du. Oh Gott, ich lagge. Komm, hörst du mich noch? Okay. Aber ich habe einfach einen 10 Milliarden Ping, glaube ich. Die Fördermänner brauchen ewig, bis sie hier laden. Übrigens, für Leute, die hier gerade durchgeskippt haben, ist das Video vielleicht und gerade das hier noch sehen. Ja, Kohle geht auch. Okay, nice. Wir bauen gerade ein System, das alles, was wir hier reinwerfen ins Lagersystem, was wir nicht mehr brauchen, automatisch schreddert. Und das ist nicht hier unser mittlerer, unsere mittelbeine Lagerverstoff. Übrigens, das System ist leer gelaufen. Ja, nice. Das System ist leer. Ich mach Strom wieder an, ganz kurz. Ja. Teste du schon mal weiter. Also alles, was bis jetzt getried hab, geht. Ja. Ich mach Strom wieder an. Okay, und dann müssen wir jetzt einmal gucken, ob wir... Was? Hier bleibt ein Kabel auf der Strecke liegen. Oh. Nee, hä? Warte mal kurz, Kabel sind voll. Oben, meinst du? Ja, ja. Oben, beide, drei Container. Ne, also ein, der erste ist auf jeden Fall voll. Guck mal den zweiten ein bisschen nach, das wäre wichtig. Gut, jetzt war eigentlich nicht. Ne, der zweite ist nicht voll. Ich weiß, ne, alles gut. Das sind die Kabel hier unten, die sich stauen. Die gefressen werden von den Fabrikatoren für Computer und so. Aber die werden eben halt nicht gefressen, weil wir keinen Strom haben, um Computer zu produzieren. Also alles gut, ich habe keinen Fehler gemacht. Das ganze System ist leer gelaufen. Alien-Organe. Alien-Organe behalten. Ich denke, das ist einfach Alien-Organe. Einfach auf dem Fließband. So. Aber Alien-Organe behalten. Auch die nicht schreddern. Nee, kann man noch gar nicht. Ach, kann man noch nicht, okay. Nee, ist ein Lebendes, das Lebendige. Wir schreddern einfach Organe. Die Festplatte, die sollte irgendwo im System. Die sollte jetzt einsortiert sein. Ja, ist okay. Die gerade.
Strom wird angeschlossen. 3, 2, 1, bam. Fabrik läuft wieder. Nice. Das Ruckel liegt übrigens an meinem WLAN, Leute, nicht an Horrors. Oh, vermutlich an meinem. Diesmal liegt es wirklich an deinem WLAN. Ja, es ist halt insane schon. Habe ich, ich hab's ja, sogar schon. Weißt du, was ich jetzt die nächsten 2-3 Stunden aber nur mache? Hm? Ich werde einfach nur erforschen. Ja, ist gut. Oh, es scheint so, als würden wir echt mehr produzieren, wahrscheinlich. Ja, Digga, wahrscheinlich produzieren wir jetzt weniger als 470, das ist ja lächerlich. Nee, vorbei, nee, noch. Digga, Mann, was ruckelt denn das jetzt auf einmal so? Was ist denn das?